Hallo zusammen, auch von mir gibt es zu Weihnachten ein Special. Ich bin schon gespannt, wie es euch gefällt. Sollte es euch gefallen, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, darüber würde ich mich noch mehr freuen. In diesem Sinne sage ich schon mal frohe Weihnachten, wünsche ich euch allen, habt eine besinnliche Zeit mit euren Liebsten. Children, I'll take thee away into a land of enchantment. Come, little children, the time's come to play here in my garden of magic. Montag, 2. August 1993. Savona, ein Dorf mit 942 Einwohnern im Steuben County, etwa 120 Kilometer südöstlich von Rochester, im US-Bundesstaat New York. Die Straße, in der die vierköpfige Familie Roby ihr Steinhaus gebaut hat, wird von großen Ahornbäumen gesäumt. Das Rathaus der Gemeinde ist nur etwa 200 Meter entfernt. Gegenüber steht die Kirche. Dann folgen die Grundschule auf der linken Seite und ein Freizeitpark auf der rechten. Ein idyllischer, beschaulicher, friedfertiger, sicherer Ort. 9.15 Uhr. Der Himmel ist wolkenverhangen. Es sieht so aus, als würde es in der nächsten Viertelstunde regnen. Doreen Roby, 27 Jahre, muss sich nun entscheiden. Entweder sie bringt ihren Sohn Derek 4 zum Feriencamp, bis dorthin sind es gerade einmal 300 Meter, oder sie lässt den Jungen dieses eine Mal alleine gehen, ausnahmsweise. Andernfalls müsste sie den 18 Monate alten Dalton, der gerade nach Leibeskräften schreit, weil er zahnt, auf den Arm nehmen, versuchen, ihn zu beruhigen und zu dritt zum Camp zu marschieren. »Kein Problem, Mom, ich gehe alleine.« Derek hat wohl das Dilemma seiner Mutter erkannt und will ihr die Entscheidung abnehmen. Sie entpflichten. Doreen überlegt trotzdem noch einige Augenblicke. Sie hat kein gutes Gefühl bei der Sache. Was soll denn schon passieren auf der kurzen Strecke? Der Junge kennt den Weg. Es sind doch nur 2 Blocks. Es geht immer nur geradeaus. Er muss keine Straße überqueren. Außerdem sind zu dieser Zeit viele Nachbarn in der Gegend unterwegs, die ihre Kinder zum Camp bringen. Da kann Derek doch mitgehen. Hier ist noch nie etwas passiert. Hier kennt jeder jeden. Außerdem weiß er, dass er mit einem Fremden nicht mitgehen darf. Das habe ich ihm schon oft gesagt. Der Junge mit den blonden Haaren und den hellblauen Augen ist für sein Alter schon recht selbstständig, ausgesprochen unternehmungs- und lebenslustig. Die Nachbarn kennen ihn als regelrechten Wirbelwind und lachen gerne über seine Späße, wenn er etwa eine giftgrüne Plastikschlange auf den Bürgersteig legt, sich erwartungsvoll hinter einem Busch unsichtbar macht und hofft, dass jemand vorbeikommen und sich erschrecken möge. Häufig sieht man DJ, steht für Derek Joseph, den Spitznamen hat ihm sein Opa gegeben, mit seinem Basketball tippend auf dem Elternhaus herumlaufen, vor dem Elternhaus herumlaufen. Oder er steht mit seinem knallroten Fahrrad an der Straßenecke und winkt den vorbeifahrenden Autos freundlich zu. Jeder, der ihn kennt, mag den Jungen. Er ist ein geborener Sympathieträger. Doreen gibt Derek einen Abschiedskuss auf die Wange. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Mom. Seine Mutter drückt ihm noch seine Frühstücksbox in die Hand. Und im nächsten Moment sieht sie ihren Sohn schon die Auffahrt vor dem Haus hinunterlaufen. Sie winkt ihm schweigend hinterher. Sekunden später biegt Derek um die Ecke und ist aus ihrem Blickfeld verschwunden. Doreen kann zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen, dass sie ihren Sohn soeben das letzte Mal lebend gesehen hat. Später wird sie sich erinnern. Kurz darauf zogen Sturmwolken auf. Ich geriet in Panik. Ich glaube, das war der Moment, an dem er gestorben ist. Ich denke, er wollte uns ein Zeichen geben. An dem Tag, als die Sache mit dem Jungen passierte, hatte ich sehr schlechte Gefühle. Ich zitterte vor Erregung im ganzen Körper, ging am frühen Morgen zu meinem Vater und fragte ihn, »Papa, ich bin so wütend. Ich möchte jemanden verletzen. Du musst mir helfen. Was soll ich bloß machen?« Er sagte zu mir, »Wenn ich früher sauer war, nahm ich ein Kissen mit in unsere Scheune und schlug so lange darauf ein, bis ich zu müde war, um noch etwas anderes zu tun.
Ich ging raus und stellte mich vor einen Baum. Dann schlug ich mit meiner Faust so lange gegen den Baum, bis die Haut aufplatzte und meine Finger blutig waren. Es hat nicht besonders wehgetan. Danach ging ich zurück ins Haus. Es war okay. Mein Vater hat nichts dazu gesagt. Er hat nur blöd geguckt. Als ich wenig später das Haus verließ, wollte ich trotzdem jemanden verletzen. Gegen 11 Uhr, als der bereits für den frühen Vormittag angekündigte Sturm erst anderthalb Stunden später losbricht und Starkregen bringt, muss das Ferienprogramm abgebrochen werden. Wie alle anderen Mütter und Väter auch, fährt Dorian Robbie zum Camp, um ihren Sohn abzuholen. Nach und nach steigen Dutzende Kinder vollkommen durchnässt zu ihren Eltern ins Auto. Der Parkplatz vor dem Camp leert sich. Doch keine Spur von Derek. Dorian Robbie fragt einen der Erzieher, wo ihr Sohn sei. Der Mann stutzt, überlegt kurz und fragt leicht verdutzt zurück: Derek? Dorian nickt. Der ist doch heute gar nicht hier gewesen, ganz bestimmt nicht. Wie bitte? Das kann nicht sein. Das kann überhaupt nicht wahr sein. Dorian glaubt ihm erstmal nicht und fragt alle übrigen Mitarbeiter des Camps, ob sie Derek nicht gesehen haben. Wenn auch nur kurz, wo auch immer. Kopfschütteln. Derek, wo steckst du nur? Oh mein Gott, dir wird doch nichts passiert sein. Mit einem Mal schlägt Dorian das Herz bis zum Hals. Ein bis dahin nicht gekanntes Gefühl erfasst sie mit ungeheurer Wucht. Panik. Dorian ruft ihren Mann Dale, 34, an, der als Produktassistent in einer Druckerei im Zentrum der Stadt arbeitet. Sie sprechen nur kurz. Sie setzt ihn in Kenntnis darüber, dass sie Derek nicht finden kann. Und ihnen beiden ist klar, dass die Zeit drängt. Dass sie schnell handeln müssen. Minuten später steht Dorian im Büro des Sheriffs und berichtet aufgelöst vom mysteriösen Verschwinden ihres Sohnes. Etwa zur selben Zeit kommt nur anderthalb Kilometer entfernt ein Junge nach Hause. Er ist für sein Alter eher klein, hat rote Haare, Sommersprossen und trägt normalerweise eine Brille, die ihm aber anderthalb Wochen zuvor beim Sportunterricht kaputt gegangen ist. Der 13-Jährige wohnt mit seiner Mutter Tammy Smith, seinem Stiefvater Ted und zwei Schwestern an der Westseite von Savona in einem grauen, renovierungsbedürftigen Holzhaus. Seine Ankunft wird nur von Ted bemerkt. Er begrüßt den Jungen, ihm fällt aber nicht auf, dass Eric seine Hände vor ihm versteckt, weil sie blutbesudelt sind. Und Ted reagiert auch nicht, als der Junge kurz zu ihm spricht. Das war schon eine komische Situation. Ich konnte ihm natürlich nicht sagen, was ich angestellt hatte. Aber trotzdem sagte ich ihm etwas, weil ich es unbedingt loswerden wollte. Papa, es geht mir jetzt besser. Dann habe ich mir die Hände gewaschen und eine Runde Nintendo gespielt. Am Nachmittag, als keiner im Haus war, habe ich das Blut aus meinen Klamotten rausgewaschen. Alle verfügbaren Polizisten des Distrikts, Feuerwehrleute, Dutzende Freiwillige, aber auch Freunde und Bekannte der Familie Robbie durchkämmen die Gegend. Immer wieder ist der auffordernde Ruf nach Derek zu hören. Er möge doch antworten, sich zu erkennen geben. Doch es bleibt still. Der Junge scheint nur noch auf dem Fahndungsfotos zu existieren. Die Polizisten vor der Suchaktion an alle Helfer verteilt haben. 4,5 Stunden geprägt von Hoffen und Bangen und gegenseitigen Ermunterungen vergehen. Für Doreen und Dale Roby eine halbe Ewigkeit. 15.45 Uhr, der Moment der Wahrheit. Zugleich aber auch der Beginn eines hässlichen Dramas, als Polizeibeamte am Rand eines Waldgebiets auf einer wilden Wiese den leblosen Körper eines kleinen Jungen bemerken. Bekleidet mit roten Shorts und einem gelben T-Shirt, auf dem geschrieben steht: Ich bin ein kleiner Teufel. Diese Merkmale passen zur Beschreibung des Vermissten, die Haarfarbe auch. Wenige Minuten später gibt es keinen Zweifel mehr, aber auch keine Hoffnung. Es ist Derek Roby und er ist tot. 5 Minuten später bin ich zu dem Jungen zurückgefahren. Ich hatte Angst, dass der vielleicht doch nicht tot ist. Ich hatte Angst, dass er nicht mehr im Gebüsch sein könnte. Ich wollte unbedingt sicher gehen, dass der Junge auch wirklich tot ist, weil ich dachte, wenn der tot ist, dann muss ich mir um nichts mehr Sorgen machen, dann wird alles gut. Ja, und dann lag der da immer noch. Ich war sehr erleichtert und fuhr wieder weg. Derek liegt auf einem Teppich von Moos neben einem Brombeergebüsch in der Nähe einer Baumgruppe, als hätte er sich dort hingelegt und wäre friedlich eingeschlafen. Nachdem ich den Jungen getötet hatte, bin ich nach einer halben Stunde noch einmal zu ihm hingefahren, weil mir das so nicht mehr gefiel. Ich wollte nicht, dass er schnell gefunden werden kann, deshalb habe ich den Körper bis zu dem Brombeergebüsch gezogen. Erst bei näherem Hinsehen werden die gravierenden Kopfverletzungen erkennbar.
Neben dem toten Körper liegen mehrere Steine, klein wie ein Baseball, aber auch groß wie ein Basketball. Vom Fundort der Leiche bis zum Haus der Familie Roby sind es nur knapp 300 Meter. Als ich mit dem Jungen fertig war, schleppte ich ihn zu der Stelle mit den Bäumen und ließ ihn dort liegen. Mir war es zu dem Zeitpunkt egal, ob ihn jemand finden würde. Ich kannte den Jungen ja nicht. Dann bin ich zu meinem Fahrrad gelaufen, das ich vorher im hohen Gras versteckt hatte, und bin weggefahren. Erstmal ein paar Zigaretten rauchen. Als Dereks Eltern die Todesnachricht überbracht wird, will Doreen spontan zum Leichenfundort laufen, um bei ihrem Sohn sein zu können. Ein letztes Mal. Wenigstens das. Sie muss von den Polizisten sanft zurückgehalten werden. Derweil sitzt Dale Roby wie geistesabwesend und schweigend in seinem Sessel. Der 34-Jährige ist in Gedanken bei seinem Sohn, der nicht mehr wiederkommen wird. Den er nicht mehr in den Arm nehmen kann. Mit dem es keine Gespräche mehr geben, den er nicht mehr aufwachsen sehen wird. Nur eins ist in diesem Moment höchst seelischer Beanspruchung gewiss. Nichts wird mehr so sein, wie es einmal war. Die überaus bizarre anmutende Auffindesituation des Leichnams bereitet nicht nur den Spezialisten für die Tatortarbeit einiges Kopfzerbrechen, denn der Täter hat offenkundig Dinge getan, die keinen Sinn zu ergeben scheinen. Neben Dereks totem Körper liegt etwa in Hüfthöhe eine zerquetschte Banane. Nicht weit davon entfernt wird die leere Verpackung eines Getränkepulverkonzentrats Kool-Aid gefunden, das dem Opfer sowohl ins Gesicht als auch in die Wunden gespritzt worden ist. Und rechts neben dem Oberkörper des Leichnams liegt eine zerknüllte Papierserviette. Merkwürdig ist auch, dass die Schuhe des Opfers neben seinen Händen platziert worden sind. Außerdem hat der Täter Derek Hose und Unterhose heruntergezogen. Am After des Opfers dürfte dem äußeren Anschein nach gewaltsam manipuliert worden sein. Spuren von Sperma werden jedoch nicht gefunden. Als der tot war, habe ich mir sein Lunchpaket genommen. Da war eine Banane drin, ich mag aber keine Bananen, deshalb habe ich die gleich kaputt gequetscht. Warum ich das mit dem Kool-Aid gemacht habe, weiß ich nicht genau. Ich kann nur sagen, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, den Jungen bestrafen zu müssen. Ihm nochmal richtig weh zu tun. Ich war einfach so wütend. Den Stock habe ich ihm hinten reingesteckt. Ich wollte einfach mal wissen, wie das ist, wie ich darauf gekommen bin, keine Ahnung. Dem Ergebnis der Obduktion zufolge muss Derek einen grausamen Tod gestorben sein. Multiple Schädelfrakturen, zerebrale Prellungen und Quetschungen am Kopf, ausgedehnte Einrisse und Blutungen im Brustgewebe sowie eine Perforation der Darmwand sind stumme Zeugen brachialer Gewalt. Der Todeskampf muss zwischen 6 und 7 Minuten gedauert haben, schätzen die Experten. Ich wollte unbedingt, dass der tot ist. Der machte aber immer noch so komische Geräusche, deshalb habe ich einen kleineren Stein genommen und ihn damit mehrfach auf seine rechte Kopfseite geschlagen. Das gab keine großen Verletzungen, deshalb holte ich einen viel größeren, schweren Stein und ließ ihn dreimal auf den Kopf fallen. Danach habe ich den Stein zweimal auf die Brust fallen lassen. Punktförmige Blutungen im Gewebe von Hals, Gesicht und Augen des Toten deuten laut vorläufigen Gutachten darauf hin, dass es neben stumpfer Gewalt, die mit todesursächlich gewesen sei, einen länger andauernden Angriff gegen den Hals des Opfers gegeben haben muss. Als Todesursache wird dementsprechend ein stumpfes Schädelhirntrauma mit Atemdepression angenommen. Ich packte ihm an Hals und würgte ihn. Der Junge schrie und schlug mit den Händen und trat mich. Ich schätze, der Kampf hat so ungefähr eine Minute gedauert. Dann hat er sich nicht mehr gewehrt. Ich lockerte den Handgriff und der Junge begann nach Luft zu schnappen. Dann habe ich wieder zugedrückt, bis er sich nicht mehr bewegt hat. Ich habe die Papierserviette aus seinem Lunchpaket geholt und wollte sie ihm in den Rachen stopfen. Das hat aber nicht geklappt, weil er mir plötzlich in den Finger biss. Der hat sich einfach zu stark gewehrt. Da habe ich ihn wieder gewürgt, immer weiter gewürgt, bis er endlich ruhig war. Die Ermittler rekonstruieren zunächst den Ablauf dieses besonders abscheulichen Verbrechens. Sie schlussfolgern aus dem Tatortbefund, den Zeugenaussagen, dem Obduktionsbericht und den Lebensumständen des Opfers, dass der Mörder Derek zufällig begegnet sein und sich bei günstiger Gelegenheit spontan zur Tat entschieden haben dürfte. Denn niemand außer Doreen Roby, die als Verdächtige nicht ins Betracht kommt, hätte wissen können, dass sich der Junge an diesem Tag zu dieser Zeit am Begegnungsort aufhalten würde. Ich kannte den Jungen nicht, wusste auch nicht, wie er heißt. Ich hatte ihn vorher einige Male gesehen,
Als er an dem Tag an mir vorbei wollte, sagte ich zu ihm, hey du. In dem Moment hat der Junge sich umgedreht. Da wusste ich, dass ich ihn irgendwo hinbringen wollte, um ihm weh zu tun. Ich wollte ihn schlagen, ihm Schmerzen bereiten. Er sollte leiden, richtig leiden. Derek ist in einem kleineren Waldgebiet gefunden worden, das von den Bewohnern Savonas üblicherweise nicht für Freizeitzwecke genutzt wird. Auch seine Mutter hat ausgesagt, dass ihr Sohn am Leichenfundort oder in der näheren Umgebung zuvor niemals gespielt hat und auch sonst keinen Grund gehabt haben dürfte, sich dort aufzuhalten. Demzufolge wird der Täter den Jungen in den Wald gelockt haben, glauben die Ermittler. Auch ergibt sein dortiger Aufenthalt im Kontext des Ferienprogramms keinen Sinn. Jedenfalls dann nicht, wenn er, wie anzunehmen ist, sich auf direktem Weg zum Ferncamp befunden haben soll. Ich habe ihn gefragt, wo er hin wollte. Er sagte, er würde zum Freizeitprogramm gehen. Ich habe ein bisschen überlegt, was ich ihm sagen könnte, damit er mit mir mitkommt. Da kam mir die Idee, ihm zu sagen, ich würde eine Abkürzung kennen. Ich fragte ihn, ob er nicht mitkommen wolle. Aber der Junge wollte nicht, weil ihm seine Mutter verboten hatte, mit Fremden mitzugehen. Deshalb habe ich versucht, ihn zu beruhigen. Ey, ist doch okay. Ich bin doch dabei. Du musst keine Angst haben. Aber der wollte einfach nicht. Da habe ich nicht lange überlegt. Ich wollte den Jungen unbedingt haben. Da habe ich ihn gepackt, meine Hand über sein Genick gelegt und ihn so gezwungen mitzukommen. Vorher habe ich mein Fahrrad versteckt. Wir sind dann zu diesem Waldstück gegangen. Das war nicht weit. Da kannte ich mich aus. Plötzlich hat er angefangen, sich zu wehren. Er hat seine Tasche fallen gelassen, mit den Füßen nach mir getreten und mich mit den Fäusten geschlagen. Er wollte weg. Ich wurde wütend. Arbeitshypothese Nummer 3. Mit großer Sicherheit dürfte es sich bei dem Gesuchten um einen älteren Erwachsenen handeln. Sehr wahrscheinlich kein Bürger von Savona, der pädophil ist und bei der Tat trotz fehlenden Spermas am Leichnam ein sexuelles Motiv realisieren wollte. Was ist mit der seltsamen Anordnung der Schuhe des Opfers, dem verspritzten Kool-Aid, der Papierserviette, der zerquetschten Banane und der analen Verletzung auf sich hat, bleibt indes rätselhaft. Diese Handlungen des Täters erscheinen aus Sicht der Ermittler wenig plausibel. Vielleicht ist der Mörder ein Psychotiker, ein Verrückter. Nachdem ich den Jungen getötet hatte, fühlte ich mich nicht schlecht. Ich fühlte mich eher gut, irgendwie befreit. Als ich an dem Tag abends ins Bett ging, habe ich geschlafen wie ein Baby. Die Nachricht von Dereks gewaltsamem Tod trifft alle Bewohner von Savona. Gleichermaßen wie grollender Donnerschlag, den jemand von Rattlesnake Hill auf sie heruntergeschleudert hat. Jenem bewaldeten, steil aufragenden Gebirgskamm, der die Gemeinde wie ein Schutzwall nach Osten natürlich begrenzt. Ein Dorf, in dem jeder jeden kennt, in dem man sich gegenseitig vertraut, die Haustüren nicht abgeschlossen werden müssen und Verbrechen den Menschen wesensfremd sind. Genau an diesem Ort der Friedfertigkeit hat das Böse Einzug gehalten und präsentiert seine hässliche Fratze. Die zweite Schockwelle erschüttert die Gemeinde, als gerüchteweise weitererzählt wird, der Junge sei sogar sexuell missbraucht und somit Opfer einer dieser hemmungslosen Sexbestien geworden, von denen vielleicht mal etwas in der Zeitung gestanden hat, wenn über schreckliche Morde aus fernen Großstädten berichtet wurde. Diese Monster und Ungeheuer kannte man aber sonst nur aus schlechten Kriminalromanen oder üblen Kriminalfilmen. Bis jetzt. Und weil man so eine Schandtat keine Mitbewohner zutrauen mag, muss der Täter ein Fremder sein. Jemand, der jedenfalls nicht in Savona wohnt, schlimmstenfalls ein Mann aus einem der Nachbardörfer. Aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eher ein übler Bursche mit einem ellenlangen Vorstrafenregister aus einem anderen Bundesstaat, der rein zufällig im Ort gewesen ist und niemals zurückkehren wird. Die überaus bizarre, anmutende Auffindesituation des Leichnams bereitet nicht nur den Spezialisten für die Tatortarbeit einiges Kopfzerbrechen, denn der Täter hat offenkundig Dinge getan, die keinen Sinn zu ergeben scheinen. Neben Dereks totem Körper liegt etwa in Hüfthöhe eine zerquetschte Banane. Nicht weit davon entfernt wird die leere Verpackung eines Getränkepulverkonzentrats Kool-Aid gefunden, das dem Opfer sowohl ins Gesicht als auch in die Wunden gespritzt worden ist. Und rechts neben dem Oberkörper des Leichnams liegt eine zerknüllte Papierserviette. Merkwürdig ist auch, dass die Schuhe des Opfers neben seinen Händen platziert worden sind. Außerdem hat der Täter Derek Hose und Unterhose heruntergezogen. Am After des Opfers dürfte dem äußeren Anschein nach gewaltsam manipuliert worden sein.
Spuren von Sperma werden jedoch nicht gefunden. Als er tot war, habe ich mir sein Lunchpaket genommen. Da war eine Banane drin, ich mag aber keine Bananen, deshalb habe ich die gleich kaputt gequetscht. Warum ich das mit dem Kool-Aid gemacht habe, weiß ich nicht genau. Ich kann nur sagen, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, den Jungen bestrafen zu müssen. Ihm nochmal richtig weh zu tun. Ich war einfach so wütend. Den Stock habe ich ihm hinten reingesteckt. Ich wollte einfach mal wissen, wie das ist, wie ich darauf gekommen bin, keine Ahnung. Dem Ergebnis der Obduktion zufolge muss Derek einen grausamen Tod gestorben sein. Multiple Schädelfrakturen, zerebrale Prellungen und Quetschungen am Kopf, ausgedehnte Einrisse und Blutungen im Brustgewebe sowie eine Perforation der Darmwand sind stumme Zeugen brachialer Gewalt. Der Todeskampf muss zwischen 6 und 7 Minuten gedauert haben, schätzen die Experten. Ich wollte unbedingt, dass der tot ist. Der machte aber immer noch so komische Geräusche, deshalb habe ich einen kleineren Stein genommen und ihn damit mehrfach auf seine rechte Kopfseite geschlagen. Das gab keine großen Verletzungen, deshalb holte ich einen viel größeren, schweren Stein und ließ ihn dreimal auf den Kopf fallen. Danach habe ich den Stein zweimal auf die Brust fallen lassen. Punktförmige Blutungen im Gewebe von Hals, Gesicht und Augen des Toten deuten laut vorläufigen Gutachten darauf hin, dass es neben stumpfer Gewalt, die mit todesursächlich gewesen sei, einen länger andauernden Angriff gegen den Hals des Opfers gegeben haben muss. Als Todesursache wird dementsprechend ein stumpfes Schädelhirntrauma mit Atemdepression angenommen. Ich packte ihm an den Hals und würgte ihn. Der Junge schrie und schlug mit den Händen und trat mich. Ich schätze, der Kampf hat so ungefähr 1 Minute gedauert. Dann hat er sich nicht mehr gewehrt. Ich lockerte den Handgriff und der Junge begann nach Luft zu schnappen. Dann habe ich wieder zugedrückt, bis er sich nicht mehr bewegt hat. Ich habe die Papierserviette aus seinem Lunchpaket geholt und wollte sie ihm in den Rachen stopfen. Das hat aber nicht geklappt, weil er mir plötzlich in den Finger biss. Der hat sich einfach zu stark gewehrt. Da habe ich ihn wieder gewürgt, immer weiter gewürgt, bis er endlich ruhig war. Die Ermittler rekonstruieren zunächst den Ablauf dieses besonders abscheulichen Verbrechens. Sie schlussfolgern aus dem Tatortbefund, den Zeugenaussagen, dem Obduktionsbericht und den Lebensumständen des Opfers, dass der Mörder Derek zufällig begegnet sein und sich bei günstiger Gelegenheit spontan zur Tat entschieden haben dürfte. Denn niemand außer Doreen Roby, die als Verdächtige nicht ins Betracht kommt, hätte wissen können, dass sich der Junge an diesem Tag zu dieser Zeit am Begegnungsort aufhalten würde. Ich kannte den Jungen nicht, wusste auch nicht, wie er heißt. Ich hatte ihn vorher einige Male gesehen. Als er an dem Tag an mir vorbei wollte, sagte ich zu ihm, »Hey, du!« In dem Moment hat der Junge sich umgedreht. Da wusste ich, dass ich ihn irgendwo hinbringen wollte, um ihm weh zu tun. Ich wollte ihn schlagen, ihm Schmerzen bereiten. Er sollte leiden, richtig leiden. Derek ist in einem kleineren Waldgebiet gefunden worden, das von den Bewohnern Savonas üblicherweise nicht für Freizeitzwecke genutzt wird. Auch seine Mutter hat ausgesagt, dass ihr Sohn am Leichenfundort oder in der näheren Umgebung zuvor niemals gespielt hat und auch sonst keinen Grund gehabt haben dürfte, sich dort aufzuhalten. Demzufolge wird der Täter den Jungen in den Wald gelockt haben, glauben die Ermittler. Auch ergibt sein dortiger Aufenthalt im Kontext des Ferienprogramms keinen Sinn. Jedenfalls dann nicht, wenn er, wie anzunehmen ist, sich auf direktem Weg zum Ferncamp befunden haben soll. Ich habe ihn gefragt, wo er hin wollte. Er sagte, er würde zum Freizeitprogramm gehen. Ich habe ein bisschen überlegt, was ich ihm sagen könnte, damit er mit mir mitkommt. Da kam mir die Idee, ihm zu sagen, ich würde eine Abkürzung kennen. Ich fragte ihn, ob er nicht mitkommen wolle. Aber der Junge wollte nicht, weil ihm seine Mutter verboten hatte, mit Fremden mitzugehen. Deshalb habe ich versucht, ihn zu beruhigen. »Ey, ist doch okay. Ich bin doch dabei. Du musst keine Angst haben.« Aber der wollte einfach nicht. Da habe ich nicht lange überlegt. Ich wollte den Jungen unbedingt haben. Da habe ich ihn gepackt, meine Hand über sein Genick gelegt und ihn so gezwungen mitzukommen. Vorher habe ich mein Fahrrad versteckt. Wir sind dann zu diesem Waldstück gegangen. Das war nicht weit. Da kannte ich mich aus. Plötzlich hat er angefangen, sich zu wehren. Er hat seine Tasche fallen gelassen, mit den Füßen nach mir getreten und mich mit den Fäusten geschlagen. Er wollte weg. Ich wurde wütend. Arbeitshypothese Nummer 3. Mit großer Sicherheit dürfte es sich bei dem Gesuchten um einen älteren Erwachsenen handeln. Sehr wahrscheinlich kein Bürger von Savona, der pädophil ist und bei der Tat trotz fehlenden Spermas am Leichnam ein sexuelles Motiv realisieren wollte.
Was es mit der seltsamen Anordnung der Schuhe des Opfers, dem verspritzten Kool-Aid, der Papierserviette, der zerquetschten Banane und der analen Verletzung auf sich hat, bleibt indes rätselhaft. Diese Handlungen des Täters erscheinen aus Sicht der Ermittler wenig plausibel. Vielleicht ist der Mörder ein Psychotiker, ein Verrückter. Nachdem ich den Jungen getötet hatte, fühlte ich mich nicht schlecht. Ich fühlte mich eher gut, irgendwie befreit. Als ich an dem Tag abends ins Bett ging, habe ich geschlafen wie ein Baby. Die Nachricht von Dereks gewaltsamem Tod trifft alle Bewohner von Savona. Gleichermaßen wie grollender Donnerschlag, den jemand von Rattlesnake Hill auf sie heruntergeschleudert hat. Jenem bewaldeten, steil aufragenden Gebirgskamm, der die Gemeinde wie ein Schutzwall nach Osten natürlich begrenzt. Ein Dorf, in dem jeder jeden kennt, in dem man sich gegenseitig vertraut, die Haustüre nicht abgeschlossen werden müssen und Verbrechen den Menschen wesensfremd sind. Genau an diesem Ort der Friedfertigkeit hat das Böse Einzug gehalten und präsentiert seine hässliche Fratze. Die zweite Schockwelle erschüttert die Gemeinde, als gerüchteweise weitererzählt wird, der Junge sei sogar sexuell missbraucht und somit Opfer einer dieser hemmungslosen Sexbestien geworden, von denen vielleicht mal etwas in der Zeitung gestanden hat, wenn über schreckliche Morde aus fernen Großstädten berichtet wurde. Diese Monster und Ungeheuer kannte man aber sonst nur aus schlechten Kriminalromanen oder üblen Kriminalfilmen. Bis jetzt. Und weil man so eine Schandtat keine Mitbewohner zutrauen mag, muss der Täter ein Fremder sein. Jemand, der jedenfalls nicht in Savona wohnt, schlimmstenfalls ein Mann aus einem der Nachbardörfer. Aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eher ein übler Bursche mit einem ellenlangen Vorstrafenregister aus einem anderen Bundesstaat, der rein zufällig im Ort gewesen ist und niemals zurückkehren wird. Nicht nur der Name des Opfers, sondern auch die seiner Eltern sind in aller Munde. Viele Menschen leiden still mit und bieten ihre Hilfe an, was auch immer es sein mag. Es gibt aber auch solche Leute, die sich Gedanken darüber machen, wer neben den Tätern noch Schuld an dieser Tragödie hat. Das Ergebnis dieser Überlegungen wird Doreen Roby prompt mitgeteilt, jedoch nicht persönlich, sondern schriftlich, natürlich anonym. »Du verdammte Schlampe«, heißt es in einem dieser Schmähbriefe, »wie konntest du dein Kind nur alleine lassen?« Doreen Roby tigert jeden Tag gedankenverloren durchs Haus und sucht verzweifelt nach Derek. Sie weiß sehr wohl, dass sie den Jungen nicht finden wird, doch gibt ihr dieses Umherlaufen Gelegenheit, sich einer verlockenden Vorstellung hinzugeben, die zwar letztlich fast immer implodiert, aber wenigstens für eine kurze Dauer eine berauschende und schmerzlindernde Wirkung entfaltet. Und dann gibt es, wenn auch nur selten, diese magischen Momente, in denen Doreen DJ vor sich glaubt. In Shorts und T-Shirt, lachend zum Greifen nah. Ein wahres Wunder, das aber jedes Mal jäh endet, wenn sie Derek in den Arm nehmen möchte. Während die Ermittler der zuständigen Staatspolizei mehr als 500 Zeugen befragen und die üblichen Verdächtigen überprüfen, polizeibekannte Sexual- und Gewalttäter aus der Region, keimt andernorts ein beunruhigender Verdacht auf. Es sind die Großeltern des 13-jährigen Eric aus Savona. Sie gehen zwar nicht davon aus, dass ihr Enkel der Täter sein könnte, allerdings haben sie nach Bekanntwerden der Tat beobachtet, dass er sich seltsam verhält. Vor allem aber haben sie seine merkwürdigen Fragen argwöhnisch gemacht. Was passiert denn, wenn herauskommt, dass der Täter ein Kind ist? Was ist ein DNA-Test? Was kann die Polizei damit herausfinden? Kommen Kinder für Mord ins Gefängnis und wie lange? Ihr Enkel hat den Jungen nicht getötet, das kann gar nicht sein. Außerdem passt er nicht einmal ansatzweise in das polizeiliche Täterprofil, das jüngst in der Zeitung veröffentlicht wurde. Gesucht wird ein pädophiler Erwachsener. Man zieht Erics Tante ins Vertrauen, die mit dem Jungen in den vergangenen Tagen ähnliche Erfahrungen gemacht hat und deshalb vermutet, er könnte unbeabsichtigt Zeuge des Mordes geworden sein und von dem Täter nunmehr unter Druck gesetzt oder vielleicht sogar erpresst werden, sich wie gefordert zu verhalten bzw. zu schweigen. Wie auch immer es gewesen sein könnte, die resolute Tante findet, es bestehe dringender Handlungsbedarf, sie will Gewissheit. Mittlerweile hat die 34-Jährige jeden Zeitungsartikel zum DJ-Mord studiert, kennt alle grausigen Details des mutmaßlichen Tatverlaufs, die öffentlich geworden sind, und sie weiß um die Vorlieben und Abneigung ihres Neffen.
Eric bekommt alsbald überraschend Besuch. Seine Tante hat eben im Supermarkt eingekauft und dabei angeblich an ihren lieben Neffen gedacht, behauptet sie. Vitamine seien gerade für junge Menschen wie ihn ungemein wichtig und so weiter. Die Tante reicht ihm natürlich nur aus Fürsorge und Gefälligkeit ein bestimmtes Stück Obst. Magst du eine Banane? Eric verzieht das Gesicht. Ich hasse Bananen. Ach so. Seine Tante erstarrt förmlich, lässt sich aber nichts anmerken, packt die Banane wieder in ihren Einkaufskorb und verlässt das Haus. In den kommenden Stunden gibt es innerhalb der Familie Smith kein anderes Thema mehr. Man überlegt, was Erics Reaktion bedeuten könne und welche Konsequenzen daraus abzuleiten sind. Es wird hart und hitzig diskutiert, doch zu einer Lösung, die alle überzeugt, gelangen sie nicht. Etwa 150 Trauergäste sind zu Derricks Beerdigungszeremonie in der überfüllten, altehrwürdigen Savona Federated Church erschienen und nehmen Abschied, 5 Tage nach seinem gewaltsamen Tod. Der Grabstein auf dem Friedhof zeigt ein Bild des Jungen so fröhlich und lachend, als gäbe es gar keinen Grund zur Trauer. Daneben die Gravur: In unserem Herzen wirst du für immer jung bleiben. Beerdigt wird er in seinem Lieblings-Baseball-Trikot. Darauf steht, gewidmet als sanfte Erinnerung an das, was seine Kindheit hätte sein sollen. Niemand will an diesem Ort über den Täter sprechen, doch alle Anwesenden verbindet nicht nur an diesem Tag ein und dieselbe Frage. Wer hat das getan? Kreuzverhör. Tammy Smith misstraut ihrem Sohn. Obwohl Eric in vielerlei Hinsicht ein eher gewöhnlicher Teenager ist, der Videospiele mag, am liebsten Stephen King-Romane liest, Schlagzeug in der Schulband spielt und gerne seine Hausaufgaben vernachlässigt, wird sie das Gefühl nicht los, er könnte wesentlich mehr über den Tod des Jungen wissen, als er bislang preisgegeben hat. Deshalb stellt sie ihm gebetsmühlenartig immer wieder dieselben Fragen. Kennst du den Jungen? Wo warst du am Montagvormittag? Was hast du gemacht? Ist dir der Junge begegnet? Hast du etwas Verdächtiges gesehen? War da vielleicht ein fremder Mann, ein fremdes Auto? Hast du etwas mit der Sache zu tun? Gibt es jemanden, der dich bedroht? Ist alles in Ordnung mit dir? Das Ergebnis dieser peinlichen Befragung ist aus Tammys Sicht nicht besorgniserregend. Nichtsdestotrotz hält sie es für geboten, ihren Sohn den in diesem Fall ermittelnden Beamten vorzustellen, denn Eric will nun, entgegen seinen bisherigen Beteuerungen, sogar mehrmals zur tatrelevanten Zeit in der Nähe des Tatorts gewesen sein, jedoch ohne dabei verdächtige Beobachtungen gemacht zu haben. Gedankenspiele. Kann das sein? Möglicherweise hat Eric doch etwas gesehen oder gehört und sieht nur keinen Zusammenhang. Er ist doch noch ein Kind. Wie soll er das beurteilen können? Das kann nur die Polizei. Dieses Monster läuft noch frei herum und sucht vielleicht schon nach einem neuen Opfer. Es muss alles getan werden, um diesen Typen aus dem Verkehr zu ziehen, und wir helfen dabei. Noch am selben Tag auf der örtlichen Polizeistation. Erics Eltern erklären dem Beamten, warum sie gekommen sind, und übergeben ihren Sohn in die Obhut eines Detektivs. Der Junge hat offenbar weder Bedenken noch Angst, vielmehr wirkt er stolz und sichtlich hoch erfreut, sich mit einem echten Polizisten alleine über einen Mordfall unterhalten zu dürfen. Eric genießt die ungeteilte Aufmerksamkeit, das Interesse an ihm als Person, an dem, was er zu sagen hat. Das ist nicht nur eine willkommene Abwechslung, sondern gerade für ihn eine ganz neue Lebenserfahrung. Eine Viertelstunde später, die ersten Fragen sind bereits gestellt worden. Kennst du dich in der Gegend aus? Klar, ich bin da häufiger mit meinem Fahrrad unterwegs. Und an diesem Morgen auch? Ja. Was hast du da gemacht? Ach, ich bin so rumgefahren, hab geguckt, ob da was los ist, ob ich jemanden treffe. Und hast du jemanden getroffen? Nein. Eric wird das Foto des Opfers zu Lebzeiten vorgelegt. Das ist der Junge, der getötet worden ist. Kennst du den? Nein. Hast du den Jungen an diesem Morgen gesehen? Nein. Die nächsten Fragen ähneln jenen, die ihm seine Mutter, sein Stiefvater, seine Großeltern und seine Tante bereits häufiger gestellt haben. Damit hat er kein Problem, so kann es gerne weitergehen. Erst als ihm der Detektiv eine Viertelstunde später zu verstehen gibt, nun alle Fragen gestellt zu haben und die Anhörung beenden zu wollen, will Eric dieses abrupte Ende nicht akzeptieren. Das muntere Frage-Antwort-Spiel darf nicht aufhören, es ist so aufregend. Besser als alles, was er bisher erlebt hat.
Er muss dem Detective einen Grund geben, sich weiter mit ihm zu beschäftigen. Sir? Ja? Mir ist da noch was eingefallen. Ja, bitte? Es geht um den Jungen. Der Detective sagt nichts, nickt nur kurz. Ich habe ihn doch gesehen. Den getöteten Jungen? Der Detective ist mit einem Mal wieder hochkonzentriert. Ja. Erics Augen beginnen zu leuchten. Aha. An diesem Montagmorgen? Ja. Wo hast du den Jungen denn gesehen? Da, wo noch keine Bäume stehen, auf dieser großen Wiese. Und wo warst du zu diesem Zeitpunkt? Auf der anderen Straßenseite. Eric werden Fotos von der Umgebung des Leichenfundortes vorgelegt. Er soll zeigen, wo genau er Derek gesehen haben will. Der Junge bezeichnet, ohne die Bilder länger betrachten zu müssen, auf der wilden Wiese am Rand des Waldes eine Stelle, etwa 50 Meter von jener Position entfernt, an der das Opfer gefunden worden ist. Da hat er gestanden. Und Eric kann sowohl den getöteten Jungen als auch dessen Begleitung zutreffend beschreiben. Der Detective ist einerseits überrascht, andererseits ist es eher die Regel, dass gerade kindliche Zeugen zunächst widersprüchliche Angaben machen oder ihre Aussage korrigieren, sich erst später an Details erinnern. Nichtsdestotrotz ist Eric Smith nun ein eminent wichtiger Zeuge, mit dem man sich weiter zu befassen haben wird. Vielleicht weiß er noch mehr über die äußeren Umstände der Tat und erinnert sich bei entsprechenden Vorhalten spontan an Dinge, die er aus welchen Gründen auch immer bislang noch nicht gesagt hat. Nach einer kurzen Pause wird die Anhörung fortgesetzt. Er hatte also rote Shorts an und ein gelbes T-Shirt. Ist dir sonst noch etwas aufgefallen? Ja, der hatte so eine Frühstücksbox dabei, ein geiles Ding. Eric steht unvermittelt auf, tanzt wie Rumpelstilzchen um das Feuer herum. Er ist offenkundig begeistert, klatscht in die Hände, strahlt vor Freude. Will dem Detective aber nicht verraten, warum er sich so verhält. Entschuldigung. Was dieser Gefühlsausbruch zu bedeuten hat. Nach etwa einer halben Minute ist der Spuk vorbei. Die nächste Frage bitte. Welche Farbe hatte die Frühstücksbox? Grün. War der Junge allein unterwegs? Ja. Kannst du mal bitte beschreiben, wie es da aussieht? Ich meine die Stelle, an der du den Jungen zum letzten Mal gesehen hast. Eric schaut den Detective unverwandt an und bleibt die Antwort schuldig. Er ist jetzt nicht mehr der Auskunft- und tanzfreudige, fröhliche Junge von eben. Mit einem Mal springt er auf, fuchtelt mit den Armen herum, schreit mit sich überschlagender Stimme Unverständliches, ballt die Hände zu Fäusten, legt sie an die Ohren, verharrt für einen Moment, setzt sich unvermittelt wieder hin und sagt nichts. Alles okay? Sie glauben, Eric ist irritiert. Was glaube ich? Der Junge sieht den Detective mit weit aufgerissenen Augen an. Er braucht eine Weile, bis er soweit ist, bis er sich traut. Bis er es sich zutraut. Sie glauben, dass ich ihn getötet habe, nicht wahr? Nein, antwortet der Detective spontan. Das tue ich nicht. Das geht schon in Ordnung. Können wir bitte eine Pause machen? Während der Detective sich am Automaten eine Tasse Kaffee besorgt, wird Eric von seinen Eltern, die während der Anhörung draußen gewartet haben, in Empfang genommen. Ich will ein Kool-Aid. Ted geht in den Supermarkt gegenüber und besorgt das gewünschte Getränk. Kurz darauf wird die Anhörung fortgesetzt. Okay, Eric, können wir weitermachen? Klar. Nochmal zu dieser Frühstücksbox. Bevor die Frage zu Ende formuliert werden kann, klatscht das Kool-Aid auf den Fußboden. Eric hat es dort wutentbrannt hingeschmissen. Kein Wort mehr. So jedenfalls interpretiert der Detective das Verhalten des Kindes und bietet nach Rücksprache mit den Eltern an, die Anhörung erst am nächsten Tag fortzusetzen. Einverstanden. Für den Detective und seine Kollegen ist der Fall einigermaßen klar. Eric ist sehr wahrscheinlich traumatisiert worden. Er hat nach Lage der Dinge etwas beobachtet oder mit ansehen müssen, das mit der Frühstücksbox bzw. dem Kool-Aid in Verbindung steht und ihn deshalb zu diesem Wutausbruch im Vernehmungszimmer animiert hat. Aus diesem Grund will man den Jungen am nächsten Tag zunächst nicht weiter befragen, sondern eine andere Maßnahme vorziehen, die mehr Erkenntnistiefe bringen soll. Tags darauf, 9.30 Uhr, Beginn der Rekonstruktion. Eric ist wieder guter Dinge. Vielleicht liegt es daran, dass er sein neues BMX-Rad präsentieren darf und gebeten wird, mit den Beamten jenen Weg abzufahren, den er 6 Tage zuvor zurückgelegt hat und sich an genau jener Stelle postieren soll, von der aus er Derek gesehen haben will. Mit großem Enthusiasmus geht Eric ans Werk, fährt mit den Beamten die Wegstrecke ab,
gestikuliert dabei, macht Scherze, lacht und stellt sein Fahrrad schließlich an einer Straßenecke ab. Hier war das, sagt er zu den Detectives, die alles videografieren. Und da drüben war der Junge. Eric zeigt auf die andere Straßenseite. Dort, am Rand des Waldgebiets in vielleicht 70 Metern Entfernung, will er den Jungen gesehen haben. Aber nur kurz, versichert er. Die Beamten sind verblüfft, lassen sich ihre Verwunderung jedoch nicht anmerken. Nochmals wird Eric aufgefordert, detailliert zu beschreiben, wo er gestanden hat, was Derek angehabt, dabei gehabt und getan haben soll und so weiter. Eric plaudert munter drauf los und bemerkt nicht, dass er sich um Kopf und Kragen redet. Auch wenn die Beamten ihn nach Beendigung der Befragung ohne weiteren Vorhalt in die Obhut seiner Eltern entlassen, hat sich sein rechtlicher Status soeben dramatisch verändert. Er ist nämlich kein Zeuge mehr, sondern jemand, der sich verdächtig gemacht hat. Denn die Ermittler haben ihm während der Rekonstruktion einige Wiederholungsfragen gestellt, sich zudem nach Dingen erkundigt, die Eric aus der eingenommenen Position ohne seine Brille unmöglich hätte erkennen können. Zum Beispiel die Farbe der Frühstücksbox oder die Aufschrift des gelben T-Shirts, das Derek getragen hat. Auch sind ihm Personen gezeigt worden, die er aus etwa 30 Metern Entfernung nur unzureichend hat beschreiben können. Derek hat demnach bei seinen Befragungen frech gelogen und Wissen offenbart, über das nur der Täter verfügen kann oder jemand, der die Tat beobachtet hat. Auch wenn es angesichts seines Alters schwerfällt, daran zu glauben, die Ermittler müssen nun ernsthaft in Erwägung ziehen, wegen Mordes gegen einen Minderjährigen zu ermitteln. Und über diesen Verdacht wollen nicht nur die Detectives mit Eric sprechen, sondern auch seine Eltern. Tammy und Ted Smith sind die polizeilichen Aktivitäten naturgemäß nicht verborgen geblieben und haben ihr ungutes Gefühl befeuert, ausgerechnet Eric könnte in dieses furchtbare Verbrechen begangen an einem Vierjährigen verwickelt sein, der eigene Sohn, selbst noch ein Kind. Eric muss sich einiges anhören, er wird von seinen Eltern in langen Gesprächen wechselweise zur Wahrheit ermahnt. Es sei von größter Bedeutung, ein rechtschaffener Mensch zu sein, sich von Sünde freizuhalten, Mutter und Vater bedingungslos zu vertrauen. Man werde ihn gewiss nicht verdammen, egal was passiert sei, egal was er getan und darüber zu sagen habe. Man werde eine Lösung finden. Eric! Es dauert 2 Tage, bis die Ansprachen endlich Wirkung zeigen. Eric hat lange überlegt, sich die Tat immer wieder in Erinnerung gerufen, mit sich gerungen, doch jetzt muss es raus. Ich habe es getan! Als Tammy vor seinem Bett steht und ihm einen Gute-Nacht-Kuss geben will. Bitte? Mama, ich habe es getan. Was hast du getan? Ich habe ihn mir geschnappt und es getan. Wen hast du dir geschnappt und was hast du getan? Diesen kleinen Jungen, ich habe ihn getötet. Tammy Smith hat mit allem gerechnet, nur damit nicht. Sie will nicht glauben, was Eric ihr da gerade in dürren Worten entgegengeschleudert hat. Sie schüttelt den Jungen, schreit unentwegt, schreit so laut, dass Ted die Treppe raufgestürmt kommt, fragt, was denn los sei und eine brutal ehrliche Antwort erhält, die er lieber nicht bekommen hätte. Dein Sohn ist ein Mörder! Ohrenbetäubendes Schweigen. Mit einem Mal ist es so unheimlich still, als wäre niemand im Zimmer, als wäre alles in bester Ordnung. Als hätte Eric diesen unheilvollen, existenzbedrohenden, entlarvenden Satz, diese 4 Wörter nicht gesagt. Ratlosigkeit, Fassungslosigkeit, Tränen, Schluchzen. Es dauert eine Weile, bis Tammy sich wieder in der Gewalt hat, bis sie einen klaren Gedanken fassen kann. Und jetzt raus mit der Sprache, wir wollen alles wissen. Schließlich ist er Erics Großvater, ein pensionierter Sheriff, der noch am selben Abend seine ehemaligen Kollegen informiert und mit dünner Stimme darum bittet, den Jungen abzuholen. Eine Viertelstunde später erscheinen 2 Beamte und nehmen Eric in Empfang. Das Leben, so wie er es bislang gekannt hat, ist nun vorbei. Ab sofort ist er unfrei, ein Gefangener, dem Handschellen angelegt werden müssen, die aber nicht recht passen wollen, weil er noch so dünne Handgelenke hat. Die auf der Polizeistation kurz darauf durchgeführte Vernehmung des Jungen bestätigt die spärlichen Angaben seiner Eltern. 3 Stunden lang beantwortet Eric geduldig alle Fragen der Beamten und schildert minutiös, wie die Tat abgelaufen sein soll und was er dabei empfunden hat. Nur auf eine Frage weiß der Junge keine Antwort. Warum hast du ihn getötet?
Stirnrunzeln, Achselzucken. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. 8. August, 10 Uhr, Pressekonferenz, Blitzlichtgewitter, Statements, Nachfragen der Journalisten, Interviews. Das bis dahin paradiesisch abgeschieden gelegene Savona wird binnen weniger Stunden in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit katapultiert. Und mit einem Mal ist der Allerweltsname Eric Smith weltbekannt. Die Bürger der Gemeinde indes sind schockiert. Der mutmaßliche Mörder ist, entgegen aller Erwartungen, also doch kein älterer Erwachsener, kein Fremder, kein Pädophiler, auch kein Bewährungsversager, sondern einer von ihnen, schlimmer noch, ein Kind, das ein anderes Kind getötet hat, obwohl ihre Eltern in demselben Ort wohnen, in dieselbe Kirche gehen, ihre Kinder zum selben Ferienprogramm schicken. Der Bürgermeister spricht aus, was die meisten Menschen in Savona dieser Tage denken. Du hattest eine Woche lang so unendlich viel Hass auf diese Person und dann erfährst du, dass es ein 13-jähriger Junge ist, der 3 Häuser von dir entfernt lebt. Was soll man dazu sagen? Was bringt jemanden dazu, so etwas zu tun? Aber wir müssen im Hinterkopf behalten, dass selbst ein Junge für ein kriminelles Tun verantwortlich ist. So sieht es auch der Bezirksstaatsanwalt John Tunney und weist auf die besonders hohe Verwerflichkeit in diesem Mordfall hin. Er beschloss, das Leben des Jungen zu beenden und er entschied sich dafür, es auf eine Weise zu tun, die weit mehr war als nur zu töten. Es ist eine sehr gefährliche Person in einem besonders jungen Alter. Diese Einschätzung, die allgemein viel Beifall findet, widerspricht nur Kevin Bradley, der Eric mittlerweile anwaltlich vertritt. Ich will nicht sagen, dass er es nicht gewesen ist. Und ich kann auch nicht behaupten, dass Eric ein normaler 13-Jähriger ist. Ich denke, es ist ein Fall für einen forensischen Experten, der Eric auf seinen Geisteszustand untersuchen muss. Das Ergebnis bleibt abzuwarten. Auch Doreen Roby wartet. Verzweifelt sehen sie sich danach, dass der seelische Schmerz abnimmt. Doch alles bleibt grau und schwer. Kein Antrieb, kein Interesse, kein Lebensmut. Der einzige Ausweg scheint ihr der eigene Tod. Nachdem sie sich seit Wochen in diesem Zustand befindet, hat sie nun alle Vorbereitungen getroffen. Sie legt sich im Schlafzimmer aufs Bett, um sich mit Schlaftabletten das Leben zu nehmen. Doch plötzlich hört sie ein Geräusch. Es ist ihr kleiner Sohn Dalton, der die Tür aufdrückt, im nächsten Moment vor ihr steht und seine Mutter anstrahlt. Doreen begreift, dass sie weiterleben muss. 120 Kilometer vom Haus der Robys entfernt, ringt ein anderer Mensch mit sich, versucht zu verstehen, was nicht zu verstehen ist, jedenfalls nicht von ihm selbst. Eric Smith ist in der Jugendstrafanstalt in der Nähe von Rochester verlegt worden. Nur seine Eltern besuchen ihn dort. Der Junge macht einen unsicheren, zerknirschten Eindruck, stets an sich selbst zweifelnd, mitunter verzweifelnd. Warum nur? Warum habe ich das getan? Derweil werden die Untersuchungen der Polizei und der gerichtlichen Sachverständigen fortgeführt. Es beginnt ein zähes Ringen um die Deutungshoheit in diesem Fall. Es gilt darüber zu befinden, ob Eric überhaupt zurechnungsfähig bzw. strafrechtlich verantwortlich ist. Und falls dem so sein sollte, welche Strafmessung erscheint bei einem kindlichen Delinquenten und der sonstigen Besonderheiten dieses Falls, beispielsweise der ungewöhnlich brutalen Vorgehensweise und menschenverachtenden Gesinnung des Täters angemessen? Wie weit will man, darf man, muss man gehen? 17. August 1994, 9 Uhr. Justizieller Showdown vor dem Bezirksgerichtshof in Bath, dem Verwaltungssitz für den Bezirk Steuben County. Eric Smith, mittlerweile 14 Jahre alt, wird, wie bei Schwerstverbrechen üblich, in Handschellen durch die kaum zu bändigende Pressenmeute geführt. Er wird und wirkt eingeschüchtert, lässt alle Fragen, die ihn zu einer unbedachten Aussage provozieren sollen, unbeantwortet. Wesentlich mitteilungsfreudiger ist Doreen Roby, die Mutter des getöteten Opfers, lässt sich vor dem Gerichtsgebäude bereitwillig interviewen, wünscht sich einen kurzen Prozess mit einer möglichst harten Bestrafung des Angeklagten. Sie verrät aber auch, was sie denjenigen gewöhnlich antwortet, die wissen möchten, was sie besonders belastet. Das Schwierigste ist für mich immer noch, wenn jemand fragt, wie viele Kinder hast du? Am häufigsten antworte ich, ich habe einen Jungen hier zu Hause und ich habe einen Jungen, der im Himmel auf mich wartet.
In der mit Spannung erwarteten Hauptverhandlung wird es nicht primär darum gehen, die Täterschaft des Angeklagten zu beweisen, sondern vielmehr zu begründen, warum Eric Smith getötet hat, welche inneren und äußeren Umstände sein Handeln entscheidend geprägt und beeinflusst haben. Für den Staatsanwalt war es ein geplanter, kaltblütiger Mord. Und er warnt die Geschworenen, 6 Frauen und 6 Männer, sich nicht vom Alter des Angeklagten bzw. seiner Knabenhaftigkeit täuschen zu lassen. Dem hält die Verteidigung entgegen. Eric Smith leide von Geburt an unter einer psychischen Erkrankung, pathologische Wut, die ihn ohne vorherige Provokation zu einer kriminellen Handlung gezwungen habe, zu der er gewöhnlich gar nicht fähig sei. Während die Staatsanwaltschaft die höchstmögliche Gefängnisstrafe fordert, plädiert die Verteidigung dafür, den Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Erst im Zuge des Prozesses wird deutlich, dass Eric Smith kein gewöhnliches Kind ist. Schon als 4-Jähriger war er verhaltensauffällig, schlug grundlos mit dem Kopf auf den Fußboden, musste sich ständig bewegen, riss sich die Haare aus, bekam anlassungsunabhängige Wutanfälle, hatte Probleme mit dem Sprechen. Auch später in der Schule fand Eric sich nicht zurecht, hatte keine Freunde, vernachlässigte die Schularbeiten, schwänzte den Unterricht, musste eine Klasse wiederholen. Zu Hause wurde er kaum unterstützt, sah zu, fiel fern, blieb sich häufig selbst überlassen. Das Verhältnis zu seinem Stiefvater ist besonders belastet und von gegenseitiger Abneigung geprägt. Aber das Schlimmste für ihn ist die soziale Ausgrenzung. Niemand, weder seine Mitschüler noch Kinder aus der Nachbarschaft oder der Schulband, wollen mit ihm etwas zu tun haben. Vor allem sein leuchtend rotes Haar, die abstehenden Ohren, seine nicht zu übersehenden Sommersprossen, die etwas zu groß geratene dickglasige Brille und seine Sprachstörungen machen den Jungen fortwährend zum Gespött der Klassenkameraden, die ihn deswegen gnadenlos beschimpfen, beleidigen und bedrohen, gelegentlich auch verprügeln. Ich war immer der Dummkopf. Nach solchen Negativerlebnissen kommt Eric häufig schreiend nach Hause, wirft sich auf den Boden, weint, ist kaum zu beruhigen. Ich will nicht mehr zur Schule gehen, ich hasse das. Aus all diesen Zurücksetzungen, Erniedrigungen und Diskriminierungen resultieren erhebliche Aggressionen, die Eric nicht zu einer Gefahr für Menschen werden lassen, sondern für Tiere, Vögel, die er fängt, ertränkt er in einem Eimer, Hunde beschießt er mit einer Luftpistole. Einmal erwürgt er sogar die Katze des Nachbarn. Niemand reagiert auf diese besorgniserregenden Verhaltensweisen und so fühlt Eric sich ermuntert, weiterzumachen, weiter zu quälen, weiter zu töten, um sich abreagieren zu können, seine Wut loszuwerden, wenn auch nur für kurze Zeit. Und genau an diesem Punkt setzt der wichtigste Zeuge der Verteidigung an. Dr. Stephen Herrmann, ein Kinderpsychiater, hat bei Eric eine Störung mit intermittierend auftretender Reizbarkeit diagnostiziert. In diese Kategorie fällt ein sich dauernd wiederholendes, unangepasstes Verhalten, das nicht Folge eines erkennbaren psychiatrischen Syndroms ist und bei dem der Betroffene den Impulsen, das pathologische Verhalten auszuführen, nicht widerstehen kann. Nach einer vorausgehenden Periode mit Anspannung folgt während der Handlungsablaufs ein Gefühl der Erleichterung. Der Sachverständige berichtet den Geschworenen zunächst von einer Hausaufgabe, die der Junge 3 Monate vor der Tat zu erledigen hatte. Die Aufgabe habe darin bestanden, über eine Figur aus Lehm zu schreiben, die zum Leben erweckt werden könne. Erics Geschichte sei diese gewesen. Ein Junge namens Chris ist teuflisch böse und wird deshalb gekreuzigt. Übrig bleibt nur sein Skelett, das Eric aus Lehm nachformt. Die Lehmfigur kehrt als Chris ins Leben zurück und verwickelt Eric in einen Schwertkampf, in dessen Verlauf er seinem Feind beide Arme und den Kopf abschlägt. Und weiter im Text. Du bist der Nächste. Du bist der Nächste, mein Freund. Du bist bist bald in der Hölle, mein bald toter Freund. Dr. Herrmann referiert auch über die mit dem Angeklagten geführten Gespräche, um seine Diagnose zu belegen und plausibel zu machen. Bei dem ersten Interview, genau 1 Monat nach der Tat, habe Eric angesprochen auf seine Empfindungen unmittelbar vor und während des Tötens gesagt, er sei sehr wütend geworden, habe den Jungen verletzen wollen und mit den Würgen begonnen. Allerdings sei der Drang so stark gewesen, dass er nicht mehr loslassen konnte. Tags darauf sei Eric von ihm gefragt worden, warum er das Opfer erstickt, die Steine auf den Jungen geworfen und mit einem Stock verletzt habe.
Ich wollte ihn nicht umbringen, sei die Antwort gewesen. Vielmehr habe ein verrückter Schalter ihn dazu gebracht. Immer wenn er in diesen Zustand der unkontrollierten Wut geraten sei, habe er sich diesem Gefühl der inneren Anspannung beugen müssen und nicht mäßigen können. Ich war wie ein Rohr, das unter Druck steht, aber an beiden Enden verstopft, und dann macht es irgendwann Bumm. Zur Tatzeit, so Dr. Hermann, habe diese gravierende Störung Eric Smith ohne Zweifel so stark beeinträchtigt und ihn so zornig werden lassen, dass diese Gefühlswelt durch ihn nicht mehr kontrollierbar gewesen sei. Eine besondere Form von Bewusstseinsveränderung, deren eklatante Auswirkungen weder absehbar noch umkehrbar seien. Mit anderen Worten, Eric Smith wusste nicht, was er tat. Oder mit den Worten des Angeklagten, das war der verrückte Schalter. Ich wurde wütend und Minuten später lag der Junge auf dem Boden. Dem hält der Staatsanwalt entgegen, dass Erics Tatverhalten überwiegend eben nicht von überbordender Affektivität geprägt gewesen sei, sondern in erster Linie von Kalkül und Kaltblütigkeit. Er habe das Opfer gezielt ausgewählt, weil es ihm körperlich unterlegen gewesen sei. Er habe zwecks Risikominimierung vor der Tat sein Fahrrad versteckt. Das Opfer sei in eine Örtlichkeit gelockt worden, die ausreichend Sichtschutz geboten habe. Demzufolge sei ihm bewusst gewesen, Unrecht zu tun. Die Steine seien mit direkter Tötungsabsicht auf den Kopf des Opfers geworfen worden, um es als lästigen Zeugen zu beseitigen. Er habe den Leichnam gegen unmittelbares Entdecken abgesichert, um sich einen Zeitvorsprung zu verschaffen. Und er sei nach Verlassen des Tatortes sogar mehrfach zurückgekehrt, um sich zu vergewissern, dass der Junge auch tatsächlich getötet hatte. Aber auch, um die Leiche besser zu verstecken und deren Entdeckung zu vereiteln bzw. hinauszuzögern. So agiert kein geistesgestörter Täter. Doch damit nicht genug. Da ist eine Sache, auf die ich noch hinweisen möchte, die mir besonders Angst macht. Gibt der Vertreter der Staatsanwaltschaft zu bedenken. Wäre der Angeklagte nicht erwischt worden, hätte er ganz sicher wieder gemordet. Und das ist erschreckend. Und auch Eric Smiths Verhalten während der mehrmonatigen Verhandlungen scheint die Einschätzung des Staatsanwalts zu bestätigen, der nicht an eine unheilbare Geisteskrankheit des Angeklagten glauben will. Denn er zeigt sich durchwegs gelassen, wirkt entspannt, lächelt mitunter seinen Eltern zu oder winkt. Vor allem aber bleiben die von Dr. Hermann diagnostizierten angeblich anlassungsabhängigen, überfallartig auftretenden und unkontrollierbaren Wutanfälle aus, mit denen bei derart großem Stress durchaus zu rechnen gewesen wäre. Am Ende jedoch haben die Geschworenen über die Schuldfrage zu entscheiden. Es ist der Morgen des 7. November 1994, als die Laienrichter aufgefordert werden, über ein Urteil zu befinden. Nach einer 11-stündigen Beratung wird der Vorsitzende gegen 22 Uhr über die getroffene Entscheidung informiert. Schuldig im Sinne der Anklage. Gegen Eric Smith, der von dem Gesetz des Staates New York als Jugendlicher zu gelten hat, wird demzufolge die Höchststrafe verhängt. Er muss für mindestens 9 Jahre ins Gefängnis, unter Umständen droht sogar lebenslänglich, nämlich dann, wenn das Gericht nach Verbüßung der Mindeststrafe eine Freilassung auf Bewährung ablehnen sollte. Während Eric Smith das Urteil regungslos zur Kenntnis nimmt, kann seine Mutter ihre Tränen nicht zurückhalten und verlässt fluchtartig den Gerichtssaal, gestützt von ihrem Mann. Ihr Sohn wird den Statuten nach die ersten 4 Jahre im Jugendvollzug verbringen, um anschließend in ein Staatsgefängnis verlegt zu werden. Doreen und Dale Roby zeigen sich nach dem Richterspruch erleichtert, schränken aber auch ein, das Urteil wird uns Derek nicht zurückbringen. Sie bedauern, dass letztlich ungeklärt geblieben ist, warum ihr Sohn Opfer dieses Verbrechens wurde. Und sie fürchten sich bereits jetzt vor dem Tag, an dem Dereks Mörder wieder frei sein könnte. Erstmals wird eine Entlassung auf Bewährung für Eric Smith im August 2002 vor dem New York State Board of Parole verhandelt. Es soll darüber entschieden werden, ob der Antragsteller, mittlerweile 22 Jahre alt, immer noch eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt. Davon ist jedenfalls der Bezirksstaatsanwalt überzeugt und bezeichnet Eric Smith als verhinderten Serienmörder. Auch die Eltern des Opfers haben sich in mehreren Briefen an das Gericht gewandt und ein Video beigelegt, das Dereks kurzes Leben in überaus eindrucksvollen Ausschnitten zeigt und ihre Erwartungshaltung unmissverständlich formuliert.
Der Killer soll hinter Gittern bleiben. Vor dem Bewährungsausschuss präsentiert sich ein durchaus selbstbewusster, adrett gekleideter junger Mann. Die Haare akkurat gescheitelt, Designerbrille, Vollbart. Eric Smith darf eine Erklärung verlesen. Ich weiß, dass meine Handlungen zu einem großen Verlust in der Familie Roby geführt haben, sagt er mit leiser Stimme. Dafür entschuldige ich mich ausdrücklich. Ich denke oft darüber nach, was Derek alles vorenthalten worden ist, was er nie erfahren durfte. Seinen 16. Geburtstag, einen Schulabschluss, ein eigenes Haus zu bauen, der Besuch einer Universität, verheiratet zu sein, Vater werden. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, ich würde mit Derek tauschen und alle Schmerzen auf mich nehmen. Er würde statt meiner leben. Über sich selbst und sein eigenes Leid sagt er, während der Zeit meiner sozialen Ausgrenzung wurde ich beschimpft, ein Niemand zu sein, ein Nichts. Ich lernte zwar, meine negativen Gefühle zu unterdrücken, aber meine seelische Beschädigung war nicht rückgängig zu machen. Irgendwann begann ich daran zu glauben, was die anderen Kinder zu mir sagten. Versager, Nichtsnutz. Mein Leben war ein düsteres Verlies. Wenn ich zur Schule musste, ging ich durch die Hölle. Es war die Hölle auf Erden. Seine Anwältin streicht in ihrem Vortrag die positiven Veränderungen ihres Mandanten heraus, die während der Zeit des Strafvollzugs erreicht worden seien. Eric habe eine Fremdsprache erlernt, sei schlau, hellwach, sehr belesen, vor allem aber hätte er zu sich selbst gefunden, sei wesentlich ruhiger geworden, keine Wutanfälle mehr. Er war ein gestörtes Kind, aber das ist vorbei. Eric Smith hat die Freiheit verdient. Nachdem sie mit Derek in den Wald gegangen waren, was wollten sie als nächstes tun, fragte einer der Richter. Ihm meine Hände um den Hals legen und ihn würgen. Als sie das getan haben, hatten sie dabei ein gutes Gefühl? In dem Moment, als ich es tat, ja. Warum haben sie den Jungen getötet? Statt meiner sollte ein anderer verletzt werden. Diese und weitere Äußerungen, aber auch die forensischen Gutachten, wertet das Gericht nicht als hinreichenden Beweis dafür, dass Eric Smith entlassen werden könnte. Der junge Mann sei nach wie vor gefährlich. Zu eben diesem Ergebnis kommt der Bewährungsausschuss auch in den kommenden Jahren. Der Fall wird alle 2 Jahre neu geprüft. Erst im April 2014 erscheint eine positive Legalprognose möglich. Als Eric Smith bei seinem 7. Versuch auf Bewährung freizukommen überraschend Dinge zugibt, die er bis dahin für sich behalten hat. Irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich jemandem was antun wollte, was mir angetan worden war, versucht der 34-Jährige seine damaligen Empfindungen und seine Motivation zu erklären. Ich wollte meine Enttäuschung, meine Wut und meinen Hass loswerden. Und deshalb habe ich Derek Gewalt angetan. Ich hätte das alles gerne nicht getan, aber ich wusste nicht, wie ich es hätte anstellen sollen. Er habe das Opfer allein in der Erwartung getötet, in Schwierigkeiten zu geraten. Falls Derek überleben sollte und von den erlittenen Misshandlungen jemanden hätte erzählen können. Eric Smith behauptet nun, den Stock nur in den After des Jungen gestoßen zu haben, um sein Herz zu stoppen. Also keine sexuellen Absichten, kein Sadismus. Und derjenige, der ich im Alter von 13 Jahren war, existiert nicht mehr. Dieses Kind, das dieses Verbrechen begangen hat, ist weg. Es kommt nie wieder. Sein kriminelles Tun bezeichnet er als horrend, gewalttätig, unberechtigt und sicher falsch. Eric Smith reklamiert, für Dritte keine Bedrohung mehr darzustellen, weil sich seine innere Einstellung zu Gewalt und seine ethischen Werte positiv verändert hätten. Überdies habe er sich im Vollzug seit fast einem Jahrzehnt beanstandungsfrei geführt. Doch obwohl dem 34-Jährigen seitens des Gerichts Fortschritte im Rahmen seiner therapeutischen Bemühungen attestiert werden, bleibt seine Freilassung unvereinbar mit dem Wohlergehen und der Sicherheit der Gesellschaft. Dieser Grundsatz gilt bis zum heutigen Tage. Die Eltern von Derek Roby und die Eltern von Eric Smith haben in all den Jahren nach dem Verbrechen keinen direkten Kontakt zueinander gehabt, kein Wort miteinander geredet. Gelegentlich trifft man sich an der einzigen Ampel in Savona bei Rotlicht. Man vermeidet den Blickkontakt, sieht einander vorbei oder weg. Endlich schaltet die Ampel auf Grün. Come little children, the time's come.